Samra ist wieder zurück. Ich weiß nicht mal, ob es ein Jahr oder ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr her ist, dass wir was von ihm gehört haben. Aber tatsächlich ist es 5 Monate her. Da war der Song mit Dardan. Oha, ich erinnere mich ganz klar an den Song mit Akawi und Lacrim. Lacrim, genau. Lacrim, 6 Monate sogar. Ja gut, ein halbes Jahr oder sowas, ja. Hab mich sehr gefreut für Akawi tatsächlich, ne? Muss ich sagen, war ein krasses Ding irgendwie. Samra Geständnis. Also es ist sehr viel in Sachen Kapi und Samra so die letzten Tage, Wochen auch wieder rausgekommen, ne? Da waren ja auch ein paar Nachrichten, Kommentare und ne, ich werde nicht mehr mit dir arbeiten, bevor du nicht clean bist, solche Sachen, und ich kann es zu 1000% verstehen. Dann war ja auch noch die Geschichte von Kapi, wo er Samra ja erwähnt hatte in seinem Song. Wo ja Samra auch nicht wirklich begeistert war, muss man sagen, und sich dann auch dachte, das war mehr oder weniger so ein Diss oder sowas, aber ja, das war, glaube ich, auch komisch. Und ja, generell muss man sagen, irgendwie hat sich das nicht mehr gut angefühlt bei den beiden, bis wir dann irgendwann diesen Trailer gesehen haben, diesen Teaser. Und da hatte ja Samra eigentlich drunter geschrieben, lass mir ein Part frei. Aber leider anscheinend ist das alles nicht zustande gekommen. Ne? Und ja, jetzt hat er gesagt, ich mache euch einen Song und werde alles raushauen und werde ehrlich sein, glaube ich, ne? Und alles erzählen, was passiert ist. Ich hoffe, vielleicht jetzt kriegen wir mal einen Überblick, was da überhaupt abgegangen ist. Ne? Produziert ist das Ganze von Magestick und Lukas Piano. Co-produziert von Chris Jarby und Rich Season. Oha, geil. Sehr gute Produzenten. Roman Rohmacher am Video. Okay, dann würde ich sagen, lehnen wir uns zurück und versuchen zu verstehen, was bei ihm abging. Dieser Beat schon, ne? Ra! Ich bereue meine Lügen, bereue meine Ehrlichkeit. Ich bereue, dass ich falschen Menschen echte Schwäche zeig. Bereue die Drogenzeit, den Drogenhype, Strafwarten. Und bereue, dass kleine Kinder es mir nachmachen. Straß prominent, aber Nase voll auf Schem. Ich bereue es zu... Boah, Gänsehaut, Alter. Ist der Typ erwachsen geworden, oder was? Fühlt sich gerade sehr reflektiert an, Mann. Oh, ich hab den vermisst so ein bisschen, ne? Vermisst. Schwäche zeig, bereu die Drogenzeit, den Drogenhype, die Strafwarten. Und bereu, dass kleine Kinder es mir nachmachen. Straß prominent, aber Nase voll auf Schem. Ich bereu es zu gescheppert, meinen Wagen zu verbrennen. Auf die Fresse schlagen, bis sich deine Mama nicht erkennt. Hatten überfallen und rennen, nein, das war nicht wirklich sämisch. Bereu die Herzen, die ich damals schon gebrochen hab. Karma hat mich eingeholt, ich seh, was ich für Folgen hab. Bereu, dass ich im Kotzen lag, so vor jedem Wochentag. Und ständig unter Druck war wie ein Trommelschlag. Guck, ich hab gekämpft mit mir selbst, hab gekämpft mit dem Zug. Aber das war dieser Welt nicht genug, und so führt euer Movement und dein lächerlicher Cancel-Betrug zu meinem Selbstmordversuch. Hab gekämpft mit mir selbst, hab gekämpft mit dem Zug, aber das war dieser Welt nicht genug, und so führt euer Movement und dein lächerlicher Cancel-Betrug. Boah, ey, ich krieg zu viel, ne? Ich krieg zu viel, Alter. So ein wirklich lieber Mensch, glaube ich, der da so gebrochen wurde, ne? Durch diese ganzen Geschichten, die da passiert sind. Oh Mann, Alter. Tut mir, also ich finde jetzt gerade so, ich kenne ihn ja ein bisschen mehr, sage ich mal. Ich habe mit Samra schon Gespräche geführt, die unglaublich geholfen haben, als es mir sehr, sehr, sehr scheiße ging. Und der Typ ist, das ist wirklich ein Herzensmensch, so. Das ist wirklich ein Herzensmensch, Mann. Dem ist nichts egal, was man denkt oder so. Das ist alles, ne, was so nach außen scheint und so weiter, ist, glaube ich, so sehr was anderes, als was er eigentlich ist oder gewesen ist. Zu meinem Selbstmordversuch. Zu meinem Selbstmordversuch. Aber das war dieser Be- Boah, ich krieg durchgehend Gänsehaut gerade, ne? Alter.
zu meinem Selbstmordversuch. Aber das war dieser Welt nicht genug und das ist mein Geständnis. Denn ich will raus aus meinem seelischen Gefängnis. Das ist mein Geständnis. Denn diese Schmerzen in der Luft und der Brust sind nicht menschlich. Das ist mein Geständnis. Danke lieber Gott für deine Weisheit. Doch warum wünsche ich manchmal, ich könnte wieder high sein. Das ist mein Geständnis. Wisst ihr, was ich gerade am wichtigsten fand in dem Text? Dieses, wie oft er das gesagt hat, es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Nach dieser ganzen Geschichte, was mit dieser Dame da passiert ist, dieser ganzen Anschuldigung und so weiter und sonst was. Und er hat versucht oder hat alles gut gemacht, alles immer, ne, und so weiter. Und es ist einfach nicht genug. Und das ist so perfekt passend zu dieser Welt, Alter. Du machst irgendwelche Fehler oder sonst was. So, ne, wie gesagt, jetzt auch zum Beispiel bei mir, bestes Beispiel, vor 5 Jahren diese Scheiße, ne? So, Digga, ich habe daraus gelernt, ich habe konstruktiv damit gearbeitet, ich habe mich geändert, es haben sich so viele sagen und es gibt immer noch Vollidioten, die darauf beharren. So, und da denke ich mir auch so, es ist nicht genug. Was soll man denn machen? Soll man sich wirklich umbringen oder was? Soll man das wirklich machen? Sind die Leute dann erst zufrieden, wenn es dann, wenn das passiert ist? So, und er war anscheinend so kurz davor, Mann. Das ist krank, Alter, diese Welt. Wirklich, ist krank. Ehrlich. Wir leben nicht unendlich. Bereue mein Feature mit dir, bereue mein Feature mit dir. Es brachte Geld, doch macht. Oh. Oh, oh, oh. Feature mit dir, bereue mein Feature mit ihr. Es brachte Geld, doch machte das, ich mich in Tille verliere. Und sag mir nicht, ich wäre undankbar. Denn ich wäre lieber arm geblieben, bla. Und hätte keinen Kontakt zu Lucifer, bereut. Ich glaube, da sind sehr viele Anlehnungen, dass das natürlich an Kapi gelegt ist, ne? Aber was meinte er mit Feature mit ihr? Was meint er damit? Also, wie bereue mein Feature sie? Mit ihr, es brachte Geld, doch machte das, ich mich in Tille verliere. Ne, also Tille und so weiter, ne, das sind ja alles Anlehnungen an natürlich Tilly Dean, den Song, ne, mit Kapi und so weiter. Elif? Echt? Sag mir nicht, ich wäre undankbar, denn ich wäre lieber arm geblieben, bla, und hätte keinen Kontakt zu Lucifer. Bereue, dass ich es geschafft hab und du immer noch auf Drogen bist. Und ich wieder Angst hab davor, was mit dir morgen ist. Ich bin das Gaspedal bis zum Anschlag mit der Sohle kick. Und dass ich bei den Berlin Hype und Watch auf den Boden piss. Bereue, Verträge unterschrieben zu haben. Bereue, mich nicht zu ficken, aber auch auf Liebe zu warten mit Teledin. Alter, da ist so viel angestaut bei dem Bruder, ne? Da ist so viel gefühlt, was er die letzten Jahre, glaube ich, einfach nicht rausbringen konnte oder war vielleicht nicht bereit dafür oder ich habe keine Ahnung, Alter. Der haut gerade so viel raus, Mann. Das Gaspedal bis zum Anschlag mit der Sohle kick und dass ich bei den Berlin Hype und Watch auf den Boden piss. Bereue Verträge unterschrieben zu haben, bereue mich nicht zu ficken, aber auch auf Liebe zu warten mit Teledin Schaden, sodass die Kids mit Teledin starten und sie es erst bereuen, wenn ich nicht mehr da bin. Doch vielleicht bereue ich nicht, was ich gemacht hab, weil es mich bis hierhin gebracht hat. Weil es tausenden Kids die Augen aufmacht, weil meine Geschichte. Boah, das ist halt das Ding, was du wirklich positiv da rausziehen kannst. Das ist auch so eine Sache, was ich bei Tilo zum Beispiel immer sage, ne? So, Leute, das ist doch das, wie soll ich sagen, das bringt einen doch nicht dazu, das zu machen, sondern es ist eher abschreckend, wisst ihr, was ich meine? So, und ja, solche Songs wie Tilly Dean oder so waren alles andere als abschreckend, ne, muss man ehrlich sagen. Das war so diese, was ich immer meine, es gibt so einmal diese Flex-Seite mit Drogen und mit so Sachen, ne, und es gibt einmal diese, ich hab Mitleid, Mann. Geschichte dafür sorgt, dass du aufpasst, das ist mein Geständnis. Denn ich will raus aus meinem seelischen Gefängnis. Das ist mein Geständnis. Denn diese Schmerzen in der Luft und der Brust sind nicht menschlich. Das ist mein Geständnis. Danke lieber Gott für deine Weisheit. Doch warum wünsche ich manchmal, ich könnte wieder high sein. Das ist mein Geständnis. Denn wir leben nicht unendlich. Bereue den Cut mit dir und dass du dich nicht wohlgefühlt hast. Und ich wegen tausenden Problemen keinen Kopf dafür hab. Denn wie dieses Schicksal sich entscheide, Bro, ist oft kein Zufall. Und egal was noch passieren sollte, Orkan bleibt mein Bruder, Dicker. Ich bereue meine Zeit. Ah, okay, das ist jetzt Richtung Orkan Che und dann wahrscheinlich auch. Oh, warte. Deine Weisheit, doch warum wünsche ich manchmal, ich könnte wieder high sein. Das ist mein Geständnis. Denn wir leben nicht unendlich. Bereue den Cut mit dir und dass du dich nicht wohlgefühlt hast. Und ich wegen tausenden Problemen keinen Kopf dafür hab. Denn wie dieses Schicksal sich entscheide, Bro, ist oft kein Zufall. Und egal was noch passieren sollte, Orkan bleibt mein Bruder, Dicker. Ich bereue meine Zeit bei Anis unterdrückt und als Dank dafür gar nichts verdient. Das meinte ich, ne? Also wenn er Orkan anspricht, dann wahrscheinlich auch noch Bushido dann tatsächlich. Ja, das ist ein Rapper. Das ist einfach ein Rapper. Ja, da braucht man gar nicht groß diskutieren oder sonst was, Alter. Der rappt sich die Seele raus, alles, was ihn, ne, kaputt gemacht hat.
Ja, ich habe seine Stimme vermisst. Ich habe diese Energie da drin vermisst, diese unglaubliche Motivation, die, wie soll ich sagen, die springt rüber. Wisst ihr, was ich meine? So, der hat so viel Scheiße gebaut. Er hat nicht Scheiße gebaut, ist so durch so viel Scheiße durch. Und irgendwie, wow. Wow, so eine Kraft und so weiter zu haben, ne? Boah, der muss so kurz, der, das ist echt, also der war. Aber gibt es kein Bushido, gibt es vielleicht keinen Tony, gibt es vielleicht keinen Lukas, keinen Cordy oder Sony. Doch weil mich dieses Leben so affickte wie kein anderes, bereue ich bald vielleicht die Strophen, die ich gerade gesagt hab. Oder vielleicht das, was ich jetzt gerade gesagt hab. Ach verdammt, wer weiß schon, das Leben ist ein Bastard. Reihe, ich bereue es voll auf Drogen, Polizisten zu bestechen, dass ich in der Zelle stecke, damit Dunja tief verletze. Ich bereue diese Worte, die ich höre. Boah, der, was ist denn da alles passiert, Mann? Ich hab das gar nicht im Drumherum irgendwie noch mitbekommen. Was ist denn da alles noch? Ah, Junge, ey. Ich freue mich, dass er zurück ist. Ich freue mich, dass unser Song hoffentlich dann auch bald kommt irgendwann. Keine Ahnung, freue ich mich auch sehr drauf. Generell, ich finde, Samra hat sich einfach zu etwas entwickelt, was dazugehört. Wisst ihr, was ich meine? Das gehört einfach zu Deutschrap dazu. Und ich hoffe irgendwie, dass Kapi irgendwie die Kurve kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie einfach wieder Spaß auch an der Musik hat. Und ich habe das Gefühl, gerade ist halt so eine Zeit, wo alle so Musik als Therapie benutzen, ne? Und danach hoffentlich kommen alle wieder ein bisschen klar und ja, ich hoffe, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Spaß dran, ja? Höre, wenn sie sprechen, soll noch einer von ihnen schießen, rollen Köpfe, wenn ich rappe. Das ist mein Geständnis. Denn ich will raus aus meinem seelischen Gefängnis. Das ist mein Geständnis. Denn diese Schmerzen in der Luft und der Brust sind nicht menschlich. Das ist mein Geständnis. Danke, lieber Gott, für deine Weisheit. Doch warum wünsche ich manchmal, ich könnte wieder heiß sein? Das ist mein Geständnis. Denn wir leben nicht unendlich. Wer ist Karim? Wer ist Karim? Ich kenne nur Reeperbahn. Karim, glaube ich, hieß der, ne? Aber sonst. War das der Sohn? Ach, das war der Name von seinem Sohn. Ach, okay, das wusste ich nicht. Den Namen kannte ich nicht tatsächlich, ne? Boah, freut mich, dass der wieder da ist, Mann. Freut mich, dass er einfach anscheinend alles von der Seele sprechen kann und sich auch nicht mehr zurückhalten muss. Einfach, ich muss sagen, er war nicht respektlos, meiner Meinung nach. Er hat meiner Meinung nach auch niemanden gedisst oder sowas. Ich habe eher das Gefühl, dass er halt bereut, ja, die ganzen Drogen, ne? Und Lucifer ist halt in diesem Sinne die Drogen, würde ich jetzt sagen. Ich würde jetzt nicht Kapi da in der Zeile direkt damit verbinden oder so. Das glaube ich, würde ich auch nicht machen. Von daher, ich glaube, er hat einfach abgeschlossen damit und das ist geil, Alter. Das freut mich richtig, dass der wieder zurück ist. Und ich glaube, das wird ein geiles Jahr.